Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. In der Mindener Kamperhalle ist momentan mächtig was los. Bis zu 9000 Schüler werden hier bis Samstag erwartet. Der Grund? Die Go at Future Messe hat ihre Pforten geöffnet. 74 Aussteller informieren über Ausbildungsmöglichkeiten und lassen die Schüler auch mal selbst Hand anlegen. Hartmut Hein stellte die größte Ausbildungsbörse aus Ostwestfalen-Lippe vor 11 Jahren auf die Beine und ist noch immer zufrieden. Also wir wollten von Anfang an hier über Berufe informieren. Also es ging eher weniger darum, dass wir jetzt sozusagen auf den letzten Drücker noch Ausbildungsplatzangebote darstellen, sondern ganz einfach das Informationsbedürfnis der Schülerinnen und Schüler sollte hier eben entsprechend berücksichtigt werden. Und deswegen werden hier auch an den Ständen nicht unbedingt ausschließlich für die Betriebe geworben, sondern auch für das für die Ausbildungsinhalte. Um diese zu erleben, kommen die Schüler in Scharen. Die meisten von ihnen haben allerdings auch gar keine andere Wahl. Denn viele Schulen planen die Go at Future Messe als Pflichttermin ein. Über den Sinn und Zweck der Veranstaltung gibt es deshalb verschiedene Meinungen. Also das ist eher mehr Pflicht für uns. Also wir müssen von der Schule aus hier hin mit der ganzen Klasse. Und ja, ist ganz okay. Also ganz gut eigentlich, ist alles da. Macht Spaß und man bekommt eine Schulnote. Ja, also es ist halt schon interessant, was die Firmen und die Betriebe hier alles anbieten für Ausbildung. Aber bisher habe ich noch nicht wirklich was gefunden. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr, anders als sonst, nicht auf den klassischen Ausbildungsberufen. Studieren in Minden, das ist in diesem Jahr das Stichwort. Für den Mindener Standort der Fachhochschule soll geworben werden. Also das ist jetzt wirklich ein besonderer Schwerpunkt und wir setzen bewusst diese Schwerpunkte auch in Abhängigkeit von aktuellen Situationen. Der Campus Minden befindet sich im Aufbau. Wir haben viele Unternehmen gefunden, die sich bereit erklärt haben, praxisintegrierte Studienplätze bereitzustellen. Und nun müssen wir natürlich, um dieses wohnortnahe Studienangebot auch gewährleisten zu können, möglichst viele junge Leute aus der Region dazu bewegen, auch am Campus Minden zu studieren. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema aktueller denn je. Und ich kann nur jeden jungen Menschen auffordern, sich zu informieren. Und vielleicht hilft ja die Go at Future dann auch bei der Studienwahl. Ob Bildungsstätten oder Unternehmen, sie alle hoffen, dass sie durch die Messe Kontakt zu den Jugendlichen herstellen können. So auch Karin Limbach vom Amt pro Arbeit. Was wir uns davon versprechen, ist einmal die Jugendlichen kennenzulernen und unsere Arbeit vorzustellen. Und wir haben hier einen Mini-Berufswahltest, wo die jungen Leute herausfinden können, in welche Richtung es für sie später gehen kann beruflich. Wir haben viele Jugendliche, das kann man auch sehen, wenn man hier so schaut. Also es sind immer viele Jugendliche da, die sich an diesem Test beteiligen und die Lust haben, die Fragen stellen. Es gibt auch viele Jugendliche, die einfach nur vorbeigehen und Bollo erhaschen. Dass diese Jugendlichen nicht in der Überzahl sind, können die Veranstalter nur hoffen. Von seinem Konzept will Hartmut Heinen aber auf keinen Fall abkommen. Wir haben ja auch den Samstag beispielsweise geöffnet, wo man ja die Möglichkeit hat, im Grunde genommen auf freiwilliger Basis mit den Eltern oder mit Bekannten hier zu erscheinen und sich zu informieren. Also ich glaube, auch das ist eine Mischung. Und das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Alter sich die Jugendlichen befinden und wie dicht das Thema Berufsfindung schon an den persönlichen Lebensabschnitt rangekommen ist.